Hallo Leute, ich bin's, euer Breakout-Vater und ich darf euch ganz herzlich zum 8. Update von Endor begrüßen. Heute habe ich was ganz Neues für euch und zwar die Landeplattform. Leider ist sie noch nicht fertig, da ich nicht alle Teile habe. Ich bin aber gerade am Bestellen, bin noch am Arbeiten, ein bisschen kann ich noch was bauen, aber ich wollte euch schon mal den ersten Fortschritt zeigen, der ja doch schon gewaltig ist für meine Verhältnisse. Das ging schneller als gedacht. Die Landeplattform soll ja dann da oben am Aufzug, genau hier an dieser Stelle, sich befinden und da unten mit zwei Stützpfeilern in den Berg hineinragen. Diese zwei Stützpfeiler seht ihr hier links, diese dunkelgrauen Geräte. Die zeige ich euch aber gleich, diese hier. Erstmal will ich euch zeigen, wie diese Masten hier... Nicer move. Diese Masten hier angebracht sind, weil das doch ganz schön interessant war. Anfangs hatte ich sie nur auf diesen Studs hier. Dieser war dann einfach so da reingesetzt. Das Problem ist, der äumelt mir ganz schön schnell weg. Da kam mir die Idee, ich habe ja hier unten... ein Achsloch für Achsen reinzustecken. Ich nehme mir einfach hier so ein Bar, so nennen diese Stäbchen sich, und stecke den hier oben drüber und hake ihn dann erst in den Stud ein. Und das ist bombenfest. Da bin ich wirklich so ein bisschen stolz drauf. Dann wird das hier einfach hineingebaut. Und das hier, wo ihr hier die Löcher seht, da werden nachher ganz normale Bricks ausgefüllt. Da wird einfach eine riesengroße Platte mit Flat Tiles oben einfach nur reingelegt. Das habe ich schon alles ausgemessen. Bin die Teile auch schon teilweise am Zusammenstellen. Bestellen kann ich leider noch nicht, da ich sehr viele Sets bestellt habe. Hier wird ja der Weg rübergehen. Da schwenke ich nochmal hoch. Da wird so eine Art ja Durchgang sein. Hier hinten an diesem Pfeiler, ziemlich genau da, wo mein Pfeil jetzt mitten rein zeigt. Und dann geht vom Aufzug nach rechts über den Berg ein Pfad zum Wasserfall, der hier herunterfällt. Dann geht man so ein Pfad hinterm Wasserfall durch. Hatten wir ja schon in der letzten Folge besprochen, weil da hinten, wo es noch so bunt ist, kommt ja auch noch Berg hin. Das wird ja zwischen diesem Berg und diesem Berg wird hier alles verbunden. Und da wird noch ein Schildgenerator, Satellitenstation etc. etc. stehen. Mal gucken, was wir da so technisches hinbauen. Ich würde sagen, genug gebabbelt. Ich würde normalerweise jetzt sagen, ich baue jetzt weiter. Aber das Ganze können wir jetzt auch hier erledigen und zwar... habe ich hier so zwei Pfeiler gebaut mit solchen Teilen. Das sind so fertige Teile. Die habe ich einfach zusammengesteckt und hier oben mit ganz viel Mühe und Not hier was zusammengewurschtelt. Das ziemlich gut aussieht, finde ich. Das ist oben so ein bisschen breiter. Das Ganze steckt dann mittig in diesen Technik-Bricks, die hier eingearbeitet sind. Wird dann, wie gesagt, hier verfüllt. Und dann haben wir zwei wunderschöne Stützen. Und die würde ich jetzt einfach mal reinsetzen. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und so sähe das Ganze dann mit den Stützen unten drunter aus. Das finde ich, sieht schon ziemlich cool aus und die sind wirklich schwer stabil. Wenn die nachher im Berg sitzen, dann bewegt sich da gar nichts. Der Berg wird dann hier so ein bisschen ja mit Steinen so hier hinausragen, dass das so aussieht, als wäre das eine Einheit. Hier seht ihr auch noch mal ein bisschen, ja, ich kann das noch mal drehen, ich nehme euch aber gleich hoch. Hier seht ihr noch ein bisschen die Details von der Seite. Diese Bautechnik fand ich eigentlich fast mit am besten mit diesen Pfeilern und dieser Snot-Bautechnik, die ihr hier von oben seht. Hier an den Seiten habe ich noch mal solche Steine hier mit so Rillen eingearbeitet. Die Steine sehen von der anderen Seite so aus, der ein oder andere wird sie kennen und hier haben sie halt solche eine Rille. Das sieht dann ganz schön cool aus. Ich habe auch schon eine Möglichkeit gefunden, wie wir diese Rille dann nochmal hier fortführen werden. Dann sieht das so aus, als würde sie ja im Viereck so drumherum gehen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ansonsten werden wir natürlich auch für ein paar Details mit ein paar Rohren sorgen und so weiter. Hier in der Seite habe ich auch nochmal schon ein paar Details, ein paar Lampen angebracht. Natürlich werden hier Spotlights hinkommen, vier Stück, die später beleuchtet sind. Wann das Ganze passiert, werden wir dann mal sehen. Ist halt auch alles eine Geldfrage mit den LEDs. Diese Option halte ich mir aber auf jeden Fall offen und ihr könnt euch sicher sein, dass wir das irgendwann mal machen werden. Ansonsten würde ich sagen, ich baue jetzt noch mal ein bisschen weiter, soweit ich komme mit meinen Teilen. Und ja, bald gehe ich auch schon wieder in den Urlaub, dann bin ich eine Woche weg und danach ist schon neuer Monat. Dann könnt ihr euch sicher sein, dann geht's hier richtig ab und die Landeplattform wird dann auch in den Berg eingebaut, damit ich den Berg weiter hochziehen kann. Da, wo die Landeplattform nachher auch stehen soll. Der Aufzug übrigens, kann ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, muss auch wieder höher gebaut werden, da das Ganze sonst nicht funktioniert. Die Landeplattform sieht einfach viel zu massiv aus. Ich wollte sie aber so bauen, dass auch ein Shuttle drauf landen kann. Die ist jetzt ungefähr so groß wie eine 32x32 Plate. Wenn ich jetzt ein Shuttle hole und es hoffentlich nicht umfällt, passt also sehr wohl drauf. Das funktioniert von der Größe her, das reicht mir auch. Natürlich wird es nicht in Endor stehen, das Bad Bad Shuttle, aber es würde von der Größe her funktionieren. Dann habt ihr ungefähr eine Idee, wie groß die ganze Sache hier ist.
Einen kleineren, dennoch sehr wichtigen Progress möchte ich euch dann doch noch zeigen. Und zwar habe ich etwas weitergebaut, damit wir hier eine Platte reinbekommen, wo später die Fliesen drauf kommen. Und ich kam auf die Idee irgendwann abends im Bett, diese Linie hier, die sich hier durch diese Bricks zieht, die möchte ich hier an der Seite auch haben. Und das Ganze habe ich dann doch sogar teilemäßig komplett hinbekommen. Und zwar solch eine Platte, das habe ich dann hier mit solchen Brick Modifieds gemacht, Plate Modifieds. Mit solchen hier, die sitzen praktisch hier drunter und das Ganze ist dann hier drinnen verankert. Jetzt kann ich hier eine Reihe Plates drauf machen und die wird sogar sich noch ein kleines Stück hiervon abheben, was glaube ich ziemlich cool aussehen wird. Das Ganze funktioniert sogar sehr gut, besser als ich dachte. Und zwar schiebt man die hier rein. So. Das Ganze wird dann, wenn ich diese hier schräg stelle, damit sie perfekt 45 Grad zu den beiden Ecken hier stehen, die verankern dann diese Platte, diese Plattform hier im Boden, da die hier so ein kleines bisschen überstehen, dass sie gar nicht mehr rausfallen kann. Also das hat perfekt funktioniert. Besser könnte es gar nicht sein. Und jetzt zeige ich euch noch die Abschlüsse hier an den Ecken, wie super das funktioniert hat. Das sieht dann nämlich folgendermaßen aus. Hier hinten komme ich, wenn ich hier Flat Tiles gekauft habe, diese sind übrigens bestellt, genauso wie die Fliesen. Die werden dann hier komplett durchgezogen und dann haben wir da einen perfekten Abschluss. Hier hinten ist das Ganze genauso. Da brauche ich nur eine Plate, die sind mir auch ausgegangen, noch eine Plate zu adden und dann sind wir hier perfekt. Die Geländerteile werden auch ausgetauscht durch solche Teleskope, die kann ich euch hier gerne mal einblenden. Und in schwarz natürlich und dann sieht das Ganze noch viel besser aus und ist einfacher herauszuheben, da wenn ich auf beiden Seiten diese Dinger hier diese Pneumatikteile sind das ja, sogenannte, da können so Schläuche drauf gemacht werden. Hier diese Flat Tiles müssen natürlich in länger bestellt werden. Einmal 8 habe ich bestellt, damit das besser hält. Die sehen halt blöd aus und ich müsste die so zur Seite drehen, damit diese Plate überhaupt herausnehmbar ist. Die sind jetzt einfach nur verdreht worden. Das stört dann nachher beim Herausheben und sieht generell, finde ich, gar nicht so gut aus. Ich möchte da einfach ganz normales Geländer haben. Die werden dann ausgetauscht. Dann kommen halt, wie gesagt, Flat Tiles drauf. Und dann muss ich mir noch genauer Gedanken machen, wie ich die Scheinwerfer hier oben mache. Dafür kaufe ich dann wahrscheinlich nächsten Monat die Teile. Und so sieht die Landeplattform dann jetzt aus. Finde ich sehr gelungen, besonders diese zwei Stützen unten drunter. Ich bin sehr gespannt, wie das nachher aussieht, wenn ich den Berg mit eingearbeitet habe. Das wäre es dann auch soweit schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und Spaß gemacht. Mir natürlich wie immer, besonders das Bauen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Seid wie immer freundlich zu euren Mitmenschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.